Jo, halt zurück zu Resident Evil. Ich hatte ja gesagt, dass ich kurz mal mein Inventar hier ein bisschen aufpluster und dann können wir mal weitermachen. Das habe ich jetzt gemacht. Also diese komische Superflinte hier, was ist das? Da GM 79, ne? Kipplauf-Granatwerfer. Wir haben auch drei Granaten dafür, also von daher schießt er aber scheinbar immer nur eins ab. Ich habe es noch nicht so richtig verstanden. L2 und X, mal gucken, wie das funktioniert, wie wir da schießen können. Auf jeden Fall, dieses Vieh düst hier irgendwo rum. Ich glaube, es ist ganz normal. Oder mit X, wir müssen halt mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Schauen halt einfach mal, dass wir das Vieh jetzt hier irgendwie mal kaputt kriegen, oder? Wo ist es? Hier irgendwo. So zum Beispiel. Nice. Nachladen. Ah, das mag es nicht. Jo, Digga. So geht das aber nicht. Nachladen. Du musst doch irgendwie kaputt sein. Oh, jetzt. Siehst du? Okay, mit der Knarre geht das. Puh. Oh, gibt mehrere davon, oder was? So viel Ammo habe ich jetzt nicht. Lass mal kurz gucken. Na so, wir wollen natürlich irgendwie. Hört sich alles nicht gut an. Kann natürlich irgendwie durchkrabbeln, aber ich wollte eigentlich mal die hier wieder ausrüsten, oder? Ausrüsten im Schnellzugriff, so. Aber gehen wir einfach hier rauf, weil ich habe jetzt im Moment hier keine Ahnung, wie und wo wir hier sind. Also wo wir sind, ist schon klar, aber wie wir jetzt hier cool rauskommen. Hühnchen haben wir hier. Okay, ist ja ganz nice. Das haben wir. Ich weiß nicht, ob wir hier weiter wollen oder ob wir zum Beispiel hier oben mal das alles aufmachen. Weil das können wir mit dem Schlüssel jetzt natürlich auch. Altar, da sitzt er. Ja, genau. Was war jetzt hier noch zu? Beim Friedhof war diese kleine Kapelle. Das da, wir haben einen Dietrich noch. Aber hier durch, warum kommt man hier nicht durch? Das ist echt ärgerlich. Aber wenn wir hier durchkommen, können wir ja mal rumlaufen. Könnten das natürlich machen. Ich würde mal sagen. Warum haben wir hier noch nicht alles gefunden? Das ist ja eigentlich die Hütte vom Geigenbauer gewesen. Warte mal, wir kommen doch hier auch ganz normal raus, oder? Es geht ja hier. So, und dann können wir auch hier raus. Ist vielleicht irgendwie cooler. Alter, es ist nicht gesund hier alles. Wo ist das Viech? Eigentlich können wir hier abkürzen, dachte ich. Ja, so geht es auch. Durch das Haus brauchen wir nicht. Jo. So, kurz mal gucken, ob wir hier noch was offen haben. Nö, eigentlich nicht. Aber wir müssen echt komplett hier einmal durch, ne? Hier ist jetzt kein Durchgang. Wie kommen wir hier weg, ohne dass wir groß rumfighten müssen? Hier waren wir ja längst, aber wir kommen nicht durch ein Fenster oder sowas, ne? Nee. Also müssen wir schon zurück. Hier durch und meinetwegen Fluss entlang zurück. Und das Ding da oben kriegen wir echt nicht auf, ne? Das hat Omi schön zugemacht. Ärgerlich. Na gut, also wir müssen immer über ihn hier rüber. So, jetzt können wir uns überlegen, ob wir. Ja, ich will nochmal zum Geigenbauer hin, weil was haben wir denn da verdattelt? Ich wüsste jetzt nicht, was wir da verpasst haben.
Hier, ne? Ist halt noch rot. Und von hier kommt man jetzt nicht auf einmal, dass die Tür jetzt auf einmal offen ist, aber es wäre... Die sind wir komplett zu, ne? Hat Oma schön zugeschweißt oder was weiß ich. So. Ja, meinetwegen darüber laufen und... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man da so gut hinkommt. Weil der Zugang hier irgendwie durch die Scheune, nö. Doch. Mhm. So, und hier ist doch dann... Ja, also hier rum. Ist vielleicht beim Geigenbauer oben noch auf dem Dach was oder sowas? Kann das sein? Weil die Schatzkiste in Anführungsstrichen haben wir und den Rest haben wir nicht. Vielleicht haben wir hier noch gar nicht reingeschaut. Doch, hatten wir ja auch. Da ist jetzt auch irgendwie nichts offen, also muss es ja schon dann drüben drin sein. Oder ist es sogar so markiert? Ja, es ist sogar so markiert. Also im Haus haben wir noch irgendwas verpasst. Was auch immer. Also unter der Spüle haben wir geschaut. Wir haben alle anderen Sachen angeschaut. Happy Birthday haben wir gefunden. Im Kühlschrank haben wir nachgeschaut. Da war nur noch eine alte fiese Pizza drin. Nee, also Spaß beiseite. Wo ist es? Was ist denn hier noch offen? Kann ja irgendwie nur auf dem Dach sein, oder? Weil die Kiste haben wir hier gefunden. Nö, das ist eigentlich alles korrekt. Die Stradivari brauchen wir jetzt nicht. So, ich mach das hier nochmal zu. Aber was haben wir denn jetzt hier? Was ist denn hier noch offen? Ich kann's nicht sagen. Keine Ahnung. Also, vielleicht später. Müssen wir vielleicht nochmal her? Ich weiß es nicht. So. Wir könnten jetzt... Hier oben durch, ne? Das würde gehen. Wo wollen wir eigentlich hin? Oh, Kiste ohne Ende. Wir können auch nochmal kurz gucken, wo ist denn die Kiste beim Schloss? Die habe ich ja noch gar nicht... mitgenommen. Aber ins Schloss gehe ich auf gar keinen Fall. Abkürzung ging hier, oder? Nein. Ah, hier, genau. So, jetzt ist halt die Frage, wenn wir hier nochmal in Richtung Schloss gehen, soll da ja irgendwo... Achso, hau ab, Mensch. Das muss kaputt gehen. Und du auch. Ah, die Tür ist auf. Das ist gut. Mensch, Junge. Ja. So, was ist das hier? Zerbrochene Steinplatte. Oh, da weiß ich, wo die hingehört. Man muss eben machen. Ja, weil das ist ein Schatz, ne? Machen wir das auch eben. Tür ist zu wieder. Wäre ja jetzt nicht so weit, glaube ich, ne? Wir müssen, ach so, wir müssen einmal quer durch den Wald. Und da ist richtig Alarm, oder? Wir gucken mal. Für so eine geile Kiste können wir das auch schon mal machen, oder? Also hier war es ja eben recht voll.
könnten auch durchrushen und dann tut es uns nicht weh. Oh. Das hatte ich noch nicht gesehen. Mhm. Dann lohnt es sich ja vielleicht doch nochmal hier irgendwie die Steine abzulaufen. Oder auch nicht. Okay, aber die ganzen Typen sind weg. Das ist nice. Es sei denn, die waren jetzt hier drüben. Weil hier war ja schon nochmal ein bisschen Alarm. Oh, Goatee. Ne, das Ding doch nicht. Wer hat das denn hier konfiguriert? Warte mal. Tap, 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 tap. Die wollen wir gerne ausrüsten. Und zwar schnell Zugriff nach oben. Ja, so wird ein Schuh draus. Okay. So, achso, Goatee, komm her. Katsching. Sonst irgendwas, was hier doof rumsteht. Das wäre natürlich cool. Achso, und ich möchte gerne... nein, nicht Messerchen. Auch nicht das. Okay, wir müssen nochmal eben kurz ein bisschen konfigurieren. Ich möchte gerne das Ding im Schnellzugriff dahin haben. Ja, ich hätte das auch ganz gerne so gehabt. Schnellzugriff. Ja, Platz auswählen. Den da. Und bestätigen. Ah, so geht das. Okay. Ja. So, dann hier nochmal durch. Und dann... Das Ding ist ganz am Ende, oder? Ja, ne? Hier ganz am Ende. Dann können wir auch durch... Oh. Big Super Goatee. Mäh. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt was Schlimmes. Entschuldigung, das war jetzt unnötig. Einmal hier rum. Und da in der Mitte, ne? Jo, mhm. Diggi, wo bist du? Da, okay. Alter, du bist ja ein nicer Dude. Ich muss los. Es war klar, dass das nicht ganz genau geht. So, vielleicht brauchen wir da aber auch... Ja, ist gut, dass du so heftig nachlädst, aber wir brauchen da die anderen Shit. Ausrüsten. So. Dann müssen wir uns mal kurz heilen. Und dann kriegt Jimmy nochmal schön einen auf die Mappe, würde ich sagen. So, Kollege, wo bist du? Oh, Junge. Okay, wir haben gar nichts mehr zum Ballern. Das war jetzt ungünstig. Kann ich die herstellen? Nö. Zumindest mal nicht so. Okay, dann müssen wir doch noch mal ein bisschen Schrote bauen. Jawohl. So, und... Umschalten, nachladen, dann mal gucken. Ob er bei ein paar Schrotdingern noch mal in die Knie geht. Ich glaube, er findet das nicht so spannend, was ich mache. Dann kriegen wir den denn kaputt mit irgendeiner Mine oder sowas? Mal eben gucken. Was haben wir denn noch? So ein Ding. Ausrüsten. Na komm. Alles, was das Herz begehrt, kriegt der Kollege jetzt. Irgendwann muss er auch mal kaputt gehen, oder? Na, der braucht ein bisschen. Also das hat auch nicht gereicht. Was haben wir noch am Start? Ein Stückchen Fleisch kann ich ihm noch hinwerfen. Also wir nehmen das hier, rüsten das aus, gehen hier hin und lassen ihn auf die Mine rauflaufen. Geht auch. Muss los. Oh, ist er jetzt wenigstens kaputt gegangen? Auch nicht. Junge, der ist hartnäckig. Was haben wir jetzt noch im Portfolio? Wir haben nur noch Standard-Ammo. Oder wir snipern den.
Alter, irgendwann musst du auch mal kaputt gehen. Sei ehrlich. Geht nicht. Das ist jetzt nicht gut. Ganz schön einen eingesteckt. Wie kriegen wir denn den kaputt? Der hat ja wirklich alles jetzt abgekriegt. Also der trifft mich nicht nochmal. Ich weiß gar nicht, was ich da gerade aufgehoben habe. Sehr gut. Dann kann ich es halt nochmal ein bisschen wagen, aber ich weiß nicht. 3 Schuss, Schrote. Ja, der steckt einfach nichts ein. Also der steckt viel ein, meine ich. Okay. Sich von dem komplett zerstückeln lassen. Sehr, sehr schlecht. Schlechte Idee. Ja, verstehe ich. Du bist total im Eimer. Okay, geht schon wieder besser. Aber wie kriegen wir den Vogel kaputt? Gar nicht vielleicht, kann das sein? Wollen wir hier rumlaufen? Mal gucken, da kommt er hinterher, ne? Ein bisschen schneller laufen wäre ganz nice. Kann man ihn irgendwie verarschen. Der trifft einen nicht. Oh, da kommt noch so ein Vogel. Wow. Irgendwann muss er doch mal kaputt gehen. Muss ich schon wieder irgendwie nachladen. Also den knacken wir jetzt erstmal so nicht. Alles verballert hier. Guckt ihr es an. Unglaublich. Dann würde ich mal sagen, laufe ich mal wieder zurück. Oder wir haben ja noch ein bisschen... Okay, das ging gerade noch. So, aber voll kaputt. Der Typ hat ja aber nichts gebracht. Gibt es hier sonst noch was zu tun? In dem Häuschen da hinten. Was haben wir denn da noch übersehen? Ist da nochmal eben hindüsen oder... Also das Ding haben wir nicht geknackt hier. Das ist, der ist ein bisschen zu heavy, der Kollege. War ja auch nicht zu wissen, dass der jetzt da rumhängt. Na gut. Ich würde sagen, wir machen einfach mal... Achso, wir können natürlich die Großwetterlage nochmal anschauen und sagen, das ist natürlich kaputt, das ist auch kaputt. Und wir wollen jetzt hier runter. Das bedeutet, dass wir von ihm hier, hier runter, oder was? So wahrscheinlich, oder? Das war natürlich clever, dass wir jetzt die ganze Munition verballert haben. Aber so ist das Leben halt. Also wir kriegen jetzt hier nicht wieder Stress mit irgendwelchen Affen. Oh. Danke. Und... Katsching. Noch was. Okay. Das ist dann halt... Mal gucken, ob wir uns das basteln können. Weil wäre nicht so schlecht. Nee, können wir nicht.
So, und ich brauche mal was anderes. Relax. So, das ist alles okay. Gehen zurück. Verkaufe ich Kollegin noch hier ein bisschen Käse? Willkommen, Ethan. Ja, sie. So, Ankauf. Was kaufst du denn? Das kannst du kaufen. Das gerne auch. Das auch. Das ist ja schon mal was, oder? Jo. Das sollte reichen. Mhm. Dafür zu möchte ich aber ganz gerne vielleicht sowas. Heißt zu leben. Nee, warte mal. Da können wir doch... Ja, da klar. Hattest du ein Auge drauf, was? Kann man da nicht mehrere kaufen? Ausverkauft. Ja, thank you. So, die brauchen wir auch, ne? Ausverkauft. Okay, danke. Das schockt ja mal gar nicht. Okay, aber Schroti, da können wir ordentlich zulangen. Auch da ist er dann ausverkauft. Egal, ich kaufe den ganzen Shit jetzt einfach mal. So gut es geht, bestätigen. Warum hat er nicht mehr gekauft? Will einfach nur... Wusste ich doch, dass dich das interessieren okay. würde. Die brauchen wir nicht. Die auch nicht. Können wir so ein Ding kaufen, oder? Oh, ich meine, die Kohle haben wir ja. Ausgezeichnete Wahl. Und vielleicht auch so eine. Okay, ist aber auch gut. Jo. Bis nächstes Mal. Jawohl. So, wir haben jetzt gesagt, wir haben jetzt gesagt, dass wir mal kurz speichern. Und gehen hier durch und machen da oben mal die... Ne, oben, wollen wir oben das Ding aufmachen oder gehen wir da hinten lang? Also eigentlich hatte ich gesagt, wir gehen am Fluss lang. Aber... Ja... Ach ne, warte mal, wir müssen... Doch, hier ist okay. Und die Tür hier hinten müsste ja eigentlich aufgehen, das Tor. Schaden tut's ja nicht. Jo, Mama, what the? Klar, passt das. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Okay, ich hätte gedacht, das wäre jetzt der Schlüssel dafür. Was fehlt hier noch? Wie kommen wir da hin? Einfach hier durch, ne? Oh, das haben wir noch gar nicht benutzt, okay. Koblington. Guck mal. Okay. So, und da oben rein müssen wir eigentlich jetzt rein können mit dem Schlüsselchen. Den brauchen wir, der würde aber auch gehen, oder? Nee, okay, wir brauchen den Schmiedeeisernen. Komm her, wo ist der? Den hier, genau. Mhm, der geht. So. Guten Tag. Ich wollte gerade sagen, es hört sich hier hart nach Hühnern an. Okay. Das bringt's nicht. Hühner, Hühner. Cheep, cheep. So, hier ist alles okay. Von der anderen Seite verschlossen. Wollt ihr mich denn verarschen? Okay, wie kommen wir denn da rein? Vielleicht von hier. Wenn hier so schöne Lampen dranhängen? Nee. Ich sag's mal, wie es ist. Kaputt. Also, von der anderen Seite verschlossen. What is the trick? Das heißt, wir kommen hier irgendwann mal raus, oder was? Anders kann das ja nicht sein. So, da kommen wir nicht rein. Ah, das ist ja nervig. Was war jetzt hier hinten noch? Warum haben wir das da nicht? Da hinten ist auch noch ein schöner Brunnen. Das ist da hinten, das ist das Haus davor, ne? Also das ist dieses kleine Haus und das ist das... Okay, lass mal gucken. Mensch, ihr Hühnchen, haut mal ab hier. Wie sind wir hier reinkommen? Hier, genau. So.
Wenn es gut läuft, können wir hier einfach durchlaufen. Tut's aber nicht. Aber so ein hässlicher Vogel rennt hier rum. Ach, den brauchen wir nicht. Komm, hau ab. Haut ab, ihr hässlichen Kröten. Achso, wir kommen hier rein. Okay. So, aber wo ist hier der Schatz? Das könnte der Schatz sein. Was ist das? Ich brauche was anderes. Was haben wir denn hier? Ja, ja. Oh, shit. Geh mal weg. Ist er kaputt? Mann, ihr Dussel. So, was haben wir hier? Jede Menge Kohle. Noch mehr Kohle. Wunderbare Schmuckstäckchen. Okay, was haben wir? Oh, okay, Halskette. Ja, da lasse ich mich ja nicht lumpen. So. Noch mehr Schrott. Ein bisschen Tatas. Munition. Fiese Geschosse. Das passt doch. Okay. Das war der heiße Scheiß hier. Oder wie soll man das sehen? Lass mal gucken. Jo. Okay, und der Brunnen ist dahinter, oder? War hier noch ein Brunnen? Ja, ne? Da hinten. Jo, Schweini! Junge! Mach doch nicht sowas. Komm her. Kann man hier gebrauchen? Die Brunnenkurbel. Schweini! Relax. Okay. Mhm. Gut, das passt. Nichtsdestotrotz können wir uns noch ein bisschen pimpen. So. Jetzt fehlt's noch eigentlich. Würde ich dann sagen, wir müssen hier lang, oder? Ist es das? Da lang am. Bis zum Stauding. Heißt aber auch, wir brauchen dieses komische Vieh hier. Ne, das nicht, das nicht, das auch nicht. Sondern diese Superkanone. Bam, bam, bam. Ausrüsten. Und nachladen. Und zwar instantly. So, das heißt, wir laufen da hinten rüber, da durch. Und soweit ich weiß, kann man hier dann noch speichern, oder? Was war, hatten wir hier geschaut nach dieser Kiste? Ist das die Kiste, die hier irgendwo... Oh, Fischis, sehr nice. Kann man die eigentlich mit dem Messer chillen? So doof werden die nicht sein, oder? Doch, sind sie. Okay. Fischi! Fischi? Komm, einen von euch beiden kriegt er noch. Na. Der eine war jetzt so einfach. Und die hier nicht. So, was bedeutet denn... Das hatten wir schon mal mit dem Band hier, ne? Aber wo ist denn hier jetzt ein Schatz? Okay, da ist er. Noch ein Fisch. Bleib hier. Das ist Fischen 2.0. Oder Angeln. So, ich habe aber keine Idee, wo jetzt hier noch der krasse Schatz sein soll. Ist auch gar keiner mehr. Hm. Upsi. Na gut, aber Fische gibt's hier. Das ist ja auch schon mal was wert. Komm. Okay, genug. Wo bist du, Fischi?
Jo. Es ging mal so einfach. Er muss sich beruhigen. Er ist ein bisschen aufgeregt. Jetzt wieder. Jetzt nicht. So. So, die Zugbrücke kriegt man erstmal so jetzt nicht runter, würde ich sagen. Ich hätte jetzt gedacht, hier wäre irgendwas gewesen. Okay, Fischi ist alle aufgedingst. Dass wir das nicht aufkriegen, verstehe ich einfach nicht. Hm. So, also die Idee ist jetzt hier irgendwie durchzulaufen. Und das ist natürlich nicht so witzig. Das heißt, wir müssen über den Händler da hinten durchlaufen, glaube ich. Boah, ist alles nicht so nice hier, ne? So, El Duco. So, und wir brauchen diese Superkanone, ne? Nochmal gucken. Könnte ich dann auch mal auf die Quick-Auswahl legen, aber mal gucken. So, also die Idee ist jetzt, hier einfach durchzulaufen. Also hier hatten wir letztes Mal den anderen gechillt. Da hinten sind Hühnchen. So, ich dachte, wir laufen einfach mal den Fluss lang. Hat der gesagt, es ist nicht so erbaulich hier alles. Da drin ist irgendwie Action, will ich jetzt gar nicht. Hier war ja Staudamm angesagt, aber das... Ach so, okay. Untersuchen. Sieht nicht sehr stabil aus, okay. Das ist die Mühle. So, jetzt frage ich mich mal kurz, wer war bei der Mühle? Dieser crazy böse Dude, ne? Ah, die sind alle böse. So, keine Ammo mehr. Ich sag's ganz offen. Ich pimp mal ein bisschen mein Zeug, wenn's denn geht. Und melde mich erst beim nächsten Mal wieder, okay? Also, bis dann. Ciao.